geilste Regionalliga Deutschlands. Nur bei Sport Total. Wird präsentiert von Schau ins Land Reisen. Und dann ist die große Frage, ist Jens Langecke der neue Impuls? Holt die Fortuna hier endlich mal wieder einen Dreier? Oder setzt der WSV da an, wo er zuletzt war, und gewinnt auch hier? Es geht los, die Fortuna in Rot-Weiß, von links nach rechts, Wuppertal in den hellblauen Trikots, von rechts nach links. Auf Kosten. Auf jeden Fall die hohen Bälle gesucht für Skolik. Und der kann jetzt zum Abschluss kommen. Und das ist der erste Abschluss. Ja, Skolik, das war kein Abseits. Skolik kann jetzt zum Abschluss kommen. Skolik, dick geschossen, ist das der Treffer? Ja! Die Fahne bleibt unten, die Fortuna geht in Führung. Robin Birz mit dem 1:0. Und das ist schon mal eine erste Ansage. Vorher ein schöner Pass von Luis Felipe Montero auf Skolik. Der stand da nicht im Abseits, ist perfekt gestartet. Und ja, wieder kommt Skolik da frei zum Abschluss. Diesmal macht das aber wieder nicht so gut. Hat dann aber das Glück, dass der Ball dann eben vor die Füße von Robin Birz prallt. Und der macht seinen ersten Treffer in dieser Saison. Stattdessen jetzt wieder die Fortuna mit Montero auf Manu. Birz, macht's mal selber! Guter Abschluss, der hat jetzt natürlich Selbstvertrauen, Robin Birz. Schon den Treffer gemacht. Auch er hat sich gut durchgesetzt hier. Ist im Juli von der zweiten Mannschaft von Werder gekommen. Kim jetzt mit dem Freistoß gut geschossen! Und knapp am Tor vorbei von Sebastian Patzler. Seinen Satz feiern dürfen. Heute ist er sogar von Beginn an dabei. Jetzt mal LV ziehen, mit ein bisschen Tempo, gut nach außen gelegt, in die Mitte, Birz, und dann ist da Manu, 2:0. Super rausgespielt von der Fortuna. Und King Manu erhöht hier für die Gastgeber. Und ich muss wirklich sagen, es geht bisher vollkommen in Ordnung. Die Fortuna macht es richtig gut, defensiv und kein Problem, und das lösen sie vorne richtig schön, super rausgespielt. Gut eingeleitet erstmal von Sufian Elfauzi nach außen auf Montero. Und der gibt den Ball dann eben in die Mitte und King Manu kann da frei zum Abschluss kommen und macht seinen zweiten Saisontreffer. Kim mit dem Freistoß. Nicht schlecht geschossen und der Ball ist drin. Nee, Fahne ist oben. Uiuiui. Glück auch für Patzler, weil er sah da gar nicht gut aus in der Situation. Lässt den Ball da durchrutschen. Und da jetzt hier um ein Haar 3:0 für den Außenseiter gestanden. Ben Schopp jetzt noch mit dem hohen Ball und dann ist plötzlich Makita dran. Das gibt's doch nicht. Aus dem Nichts der Anschlusstreffer. Da brauchen sie nur eine Situation und die nutzen sie eiskalt. Und das ist ein echter Nackenschlag jetzt gerade für die Fortuna. 1:2. Damian Makita. 8. Saisontreffer. Zeigt da direkt mal, warum er hier so gefährlich ist in dieser Saison. Es braucht gar nicht viel. Ben Schopp mit dem richtig guten hohen Pass in die Mitte. Und dann steht er da einmal frei und lässt direkt Dennis Gorka keine Chance. Ich bin euch übrigens noch schuldig, wer bei dem Wuppertal den Platz verlassen hat. Das ist Altun, das ist mit der Nummer 2. Jetzt kommt aber die Ecke rein. Peitz auf Pitlik. Pitlik. Gut gemacht gegen Birz. Und da kann Manu aber erstmal klären. Und Benchop kommt zum Abschluss. Der geht aber deutlich drüber. Leichter Ballverlust von Korsten. Saric auf Benchop, bisschen Platz jetzt für ihn und dann ungenau von Benchop, da wäre mehr drin gewesen. Ball bleibt aber bei den Wuppertalern. Hagemann, jetzt mit dem Abschluss, Hagemann.
Nächste Möglichkeit für die Gastgeber. Erkan. Gut gelöst. Gegen gleich drei Düsseldorfer. Saric. Gute Verlagerung auf Hagemann. Hagemann zieht in den Strafraum. Knapp drüber. Super Aktion von Kevin Hagemann. Jetzt deutlich bissiger, deutlich aggressiver. Und spielen auch klarer nach vorne hier. Nächste Möglichkeit jetzt. Und dann ist der Ball im Tor. Das ist das 2:2. Es hat sich angedeutet. Und Semih Saric lässt sich hier feiern. Der Ball war wohl noch abgefälscht. Das ist aber den Gästen komplett egal. Diesen 2-Tore-Rückstand holt der Wuppertaler SV auf. Erstmal der Freistoß für die Fortuna. Der ist gar nicht schlecht. Fünger kommt dann nicht zum Abschluss, sondern der Fausi an die Latte. Was ein Ding. Der war wohl noch abgefälscht. Dementsprechend gibt es die Ecke. Aber wenn das Ding hier reingeht, dann bebt hier der Flingerbro. Nächste Möglichkeit jetzt. Brechmann, langer Ball. Wagemann kann den Ball nach innen geben. Und Hirschberger. Da kullert der Ball langsam am Tor vorbei. Aber was eine dicke Möglichkeit. Und Hirschberger. Jetzt vielleicht die Möglichkeit. Thorsten Kleff ist erster. Hagemann kann dann da zum Abschluss kommen. Hagemann setzt sie drüber. Benchop hat jetzt hier ein bisschen Platz. Kann noch direkt abziehen. Benchop zieht ab und er ist drin. Das ist die Führung für Wuppertal. Charlie Benchop, ausgerechnet der ehemalige Düsseldorfer, verpasst den Gastgebern hier einen Stich ins Herz. Dem darfst du nicht so viel Platz lassen. Und das hat man bisher über gut 85 Minuten gut gemacht. Und jetzt hat ihn einmal sein Gegenspieler Tim Kosten nicht richtig eskortiert. Und das nutzt der Mann in alter Manier eiskalt. 6. Saisontreffer, 3:2 Wuppertal. Gorka, jetzt muss es eigentlich schnell gehen und dann macht Gorka da so ein Ding. Und jetzt gibt es die dicke Chance zu Wuppertal. Korczuczek liegt rüber. Meine Güte. Und da kann Terracino da viel mehr draus machen. Und dann ist Schluss. Hängende Köpfe bei der Fortuna, die jetzt zwar eine gute Leistung zeigt unter dem neuen Trainer Langecke und dennoch eine 2-Tore-Führung verspielt gegen einen Wuppertaler SV, der hier mindestens mal extrem effizient und eiskalt war und somit hier den Dreier mit nach Hause nimmt. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war's das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.